Select the Fire. Jo, wäre das jetzt auch geklärt. Ich hatte vorhin ein kleines Problem gehabt bei der ersten Aufnahme und habe festgestellt, er reagiert manchmal gar nicht auf den Controller. Ja, ist ja ein PC-Spiel und manche PC-Spiele sind halt etwas, ja, nicht so controllerfähig. Je nachdem, was für einen Controller man nutzt. Ja, ich begrüße euch erstmal herzlich zu diesem neuen Let's Play-Projekt in Sonic Adventures DX Director's Cut. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, wirklich sehr gefreut habe. Select the Fire. Na, ich hab doch gesagt, neues, oder? Achso, okay. Muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Select the Fire. Das ist ja wirklich umständlich gemacht. Ich glaube, so, jetzt aber. Ich hoffe, die Steuerung macht mich jetzt, behindert mich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum diese Taste da auf dem hier gelegt wurde. Voices auf Englisch können wir lassen. Deutsch ist auch ganz okay. Also Text in Deutsch. Dann versuchen wir mal. So, wir haben insgesamt, ja, eigentlich haben wir insgesamt 3, 4, 5, 6. 6 Charakter zur Auswahl, aber die müssen wir erstmal freischalten. Um die freizuschalten, müssen wir die einzelnen Missionen durchbeißen. Ich hoffe, das ist keine Sprungtaste, denn das wäre ja total umständlich. Kann man das nicht umstellen? Ich habe es schon vorhin versucht, aber irgendwie scheint es nicht der Fall zu sein. Ups, ach, ich wollte da eigentlich gar nicht wegklicken. Ist egal, dann lasse ich das Video jetzt einfach dran. You are completely surrounded. Surrender yourself. Lock on target, man. Ready? Fire! Our weapons are useless! Retreat! All personnel, pull back! Oh yeah! This could be fun! Boah, lustig ist eine andere Geschichte, würde ich mal sagen. Ich würde eher sagen, boah, dass es etwas langweilig wird. Denn der erste Kampf ist wirklich nix. Der erste Kampf macht, ach, tatsächlich die Umstände. Ups. Ups, ich wollte gar nicht mitsetzen. Ich komme erstmal mit der Steuerung nicht klar. Jump up, then press the jump button again to do the homing attack. Ah, okay. Hier ist die Sprungtaste, das ist gut. Dann ein paar Ringe ein. Ey, der erste Kampf ist im Großen und Ganzen aus dem Spiel echt sehr, sehr langweilig aufgebaut, denn man muss diesen Chaos, oder Chaos besser gesagt, nur dreimal auf den Kopf treffen und dann verschwindet das schon. Also, das ist nix. Noch nix. Der wird natürlich noch stärker. Das ist gerade mal der Anfang, aber das ist ja auch gar nicht so verkehrt. So, ich komme gleich zur Sache, warum ich jetzt anfange, dieses Spiel zu spielen. Der eine oder andere wird es vielleicht wissen. Come on, you big drip. Where are you going? So kann man natürlich auch verschwinden. You know nothing, fool. It's chaos, the god of destruction. Ich lasse noch kurz das Video laufen, dann komme ich zu meiner Sache. Ja, da wollt ihr auch bestimmt was vom Video aus sehen können, ne? Ja. Huh? What? Tails? Watch out! You're gonna crash! Ah!
tails! What am I gonna do with you? So, komme ich jetzt mal zu dem, was ich halt sagen wollte. Der Grund, warum ich Sonic Adventures DX jetzt in ein Let's Play setze, liegt einfach daran, wir feiern ja dieses Jahr Sonic 25. Jubiläum, meine Güte. Und das ist ein ganz besonderer Geburtstag, muss ich zugeben. Also besser gesagt, ein ganz besonderer Tag für Sonic. Denn im Jahre 1991 schlug Sonic mit seinem ersten Hit Sonic the Hedgehog die Konsolenfirma an. Denn damals hatte ja Sega noch, wenn manche das vielleicht gar nicht wissen, es gibt ja Leute, die wissen das überhaupt nicht, andere Leute kennen es so oder so. Aber ich hatte schon mal, als ich klein gewesen bin, kannte ich die Sega-Konsole auch nicht. Aber es gibt auch viele, die zum Beispiel, ach keine Ahnung, vielleicht 10, 9, 10, 11, 12 oder so sind und hatten noch nicht mal die leiseste Ahnung, dass Sega jemals eine Konsole in den Markt hat. Vielleicht haben sie mal was gehört, aber die haben niemals gewusst, dass die wirklich genauso erfolgreich waren wie... Naja, man kann sagen, sie waren schon erfolgreich, aber sie hatten auf jeden Fall einen Platz verdient, wie es Nintendo oder PlayStation heutzutage hat. Obwohl, damals war ja PlayStation ja eher... etwas später gekommen. Die Sega-Konsole kam nämlich noch vor der PlayStation. Ah, das soll mal gesagt sein. Und die Sega-Konsole war ja im Großen und Ganzen eine der Konsolen, die ja immer mehr bot als die anderen Konsolen. Sprich, die hatten mehr sie hatten mehr zu bieten. Waren moderner. So, jetzt habe ich das aussprechen können. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass die Sega-Konsole so... Ach, da ist noch ein Item. Wer soll denn da drauf kommen? Aber ja, stimmt. Irgendwie kommen meine Erinnerungen wieder ein bisschen zurück. Ich hatte das auch schon mal einmal als Let's Play gehabt von der Dreamcast, die Originalversion von Sonic Adventures. Dies ist ein Remake, der im Jahr 2003 oder so. Ich glaube 2003. Es kam auf jeden Fall auch auf die GameCube drauf. Und ich hatte damals eine GameCube bekommen gehabt mit dem Sonic-Spielchen, worauf ich mich sehr, wirklich sehr gefreut habe, dass ich das Spiel endlich habe oder bekommen hatte. Denn ich war zwar jetzt nicht der größte Sonic-Fan, das hat sich wirklich die Jahre ergeben. Also ich bin ja jetzt in den Zeiten, seit ich Let's Player bin, mehr im Sonic-Fieber gekommen, als wie ich früher war. Denn früher war ich wirklich ein Fan von Nintendo. Und bin ich heute immer noch. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich mag Nintendo nicht mehr. Pff, Quatsch. Nein, Nintendo mag ich immer noch. Nintendo ist eine gute Marke. Und eine schwierige Marke, wenn man es mal so ausdrücken kann. Die meisten haben ja mitgekriegt, dass ich ja damals Nintendo ausgestiegen bin im Let's Player-Geschäft. Ich wollte doch da gar nicht hoch. Stopp. Da war noch ein Item. Was ist denn das jetzt? Da. Das Item wollte ich mir nehmen. Ah, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch mal schauen, ob wir auch alle Items finden. Vielleicht versuche ich, dieses Let's Play sogar so hinzukriegen, dass ich viele Secrets aus dem Spiel raussuche, die ich vielleicht gar nicht kenne. Ah, also Secrets... Und so, das ist bestimmt etwas, wo die meisten wahrscheinlich sagen, oh ja, das ist cool, das kannst du machen. Und ich bin auch sehr, wie soll ich sagen, ich freue mich richtig, dass ich dieses Projekt endlich anfangen kann. Denn ich habe ja schon seit längerem vorgehabt, dieses Spiel zu Let's Playen. Es gab immer Probleme dabei, nicht des Spiels wegen. Nein, das im Gegenteil. Sondern es hatte mehr oder weniger damit zu tun mit meinem Real Life. Dass ich aber jetzt nicht unbedingt alles ansprechen möchte oder muss. Ja, ist klar. So. Und ich habe mir halt gedacht, komm, jetzt ist mal die Zeit gekommen. Du feierst dieses Jahr 25 Sonic. Da muss was Gutes reinkommen. Als Let's Player sollte man schon solche Sachen auch mitbedenken. Also, muss man nicht,
aber man kann. Das ist auf jeden Fall. Dann sehen die Leute, dass du wirklich dich dir Mühe gibst für das, was du natürlich machen möchtest. Und das ist etwas, was ich halt schon, wie gesagt, seit längerem vorhatte zu machen. Und genau das würde ich ja auch jetzt setzen. Außerdem gibt es ja den ein oder anderen Sonic-Fan, der hätte es kaum erwarten können, dass es endlich losgeht. Vorgestellt hat es bis jetzt noch nicht, weil im Großen und Ganzen... Ach, bin ich so durcheinander gekommen. Im Großen und Ganzen, so, jetzt... Jetzt bin ich dann schon aus der Fahne gekommen. Ich war jetzt gerade etwas abgelenkt. So, im Großen und Ganzen denke ich schon, dass ich den einen oder anderen Sonic-Fan damit begeistern kann. Ich hätte es auch natürlich ohne dein Leben zu verlieren hier nicht geschafft. Denn das erste Level ist eigentlich wirklich nichts. Ich bin jetzt gerade nur total abgelenkt gewesen wegen meines PCs. Er hat plötzlich mir gesagt, er möchte gerne dunkel werden. Und da habe ich plötzlich in dem Moment nichts mehr sehen können und musste dann anschließend die Maus bewegen. Ja, das ist halt das Problem, wenn man am PC halt die PC-Spiele spielt, ja, ganz klar. Yeah, not bad. Ah, aber nur weil ich einmal verloren habe, bestimmt. Hey Sonic, long time no see, huh? I'm just glad you're okay. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Whoa! A Chaos Emerald! Yep. I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharge! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go! Ja, ja, kein Problem. Wir gehen ja schon, aber du bist ja eh schneller als ich, denn in dem Moment haben wir wenigstens auch den Tails freigeschaltet. Wir wollen aber die Stories von allen so gut wie es geht durchbeißen in diesem Let's Play. Soll das Spiel wirklich komplett durchgespielt werden? Ja, doch, das ist richtig. Ich versuche es zumindest. Ich kann kein Versprechen geben. Ja, es gibt natürlich auch Spiele, bei denen ich wirklich zurzeit noch die Zähne durchbeiße. Beispielsweise Valkyria. Und irgendwie schafft es trotzdem. Ich weiß zwar nicht wie, aber das Valkyria-Let's Play ist übrigens blind. Ja? Also ich habe es am Anfang mal getestet gehabt. Am Anfang habe ich gesagt, da war ich schon mal, das habe ich schon mal gesehen gehabt. Aber inzwischen seit, ich glaube, seit Part 15, 16 ist das Ganze schon blind. Und das macht das für mich halt noch etwas schwieriger. Und wo bin ich jetzt hier? Da ist das. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Sonic Let's Play hier ankommt. Ja? It's a giant talking egg. Silence. I am Dr. Robotnik, the greatest scientific genius in the world. Whatever you say, Eggman. Enough! I've got big plans. And now I'm gonna put them to work. You're always up to no good. Now what do you want? I want all of the Chaos Emeralds. Better not interfere, or else! Or else what, you big loser? Or else I'll take them from you by force, the hard way. Ja, komm schon, Eggman, du hast eh nichts drauf. Hast du in den letzten Jahren nichts gelernt? Nein, ne? Das ist das Problem. Man lernt nie daraus, ne? Aber er lernt ja überhaupt nicht. Oh,
Shield Systems full power. Jawoll. Autsch! Das hätte ich kommen sehen, denn ich war genau in der Ecke. Und das ist einer der schlimmen Ecken und das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Dass ich genau in der Ecke bin. Ich sag, ich stelle mich hier etwas blöder an, als wie ich eigentlich kann. Denn ausweichen ist hier keine Schwierigkeit. Ich war nur zu nah an ihm dran und ich war genau an der Ecke. Und diese Ecke ist eine gefährliche Zone. Ich war, mein Freund, ich habe noch den Ring gekrallt. Bevor ich überhaupt hier... Hey, nicht schlecht. Was schaffen wir denn noch alles heute? Bin schon am Überlegen, ob wir dann noch das eine noch machen. Ja, ich denke mal ausnahmsweise. Weil, wie soll ich sagen? Es ist heute mal das erste Mal, dass ich wieder Sonic Adventure spiele. Da kann ich mal eine Ausnahme machen. Ich habe nämlich jetzt nicht genau auf die Uhr geachtet. Ich weiß nur, dass ich jetzt vielleicht etwas länger machen werde, als wie ich eigentlich wollte. Aber ich denke mal, für das erste Mal reicht das alles. Isn't that the same monster I saw the other day? Spielt Dr. Eggman jetzt Pokémon und will eine neue Entwicklung erschaffen? His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald. With all 7 Emeralds in him, he'll be invincible and work for me. Du glaubst doch nicht, dass er dir hilft. We'll destroy Chasen Square. And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city, where I will rule it all. Come on, Chaos! Let's find another Emerald, shall we? Wie können die eigentlich so schnell verschwinden? Sonic, das war ein Blitzschlag. No way, Tails. Oder irgendwas, was er auf dem Boden geworfen hat. Dann auch wohl, ganz klar. Boah, jetzt werden wir mal ganz kurz zu der Werkstatt hingehen, denn das, was wir brauchen, finden wir nur da oben. Um das Level zu betreten. Ja, das machen wir heute mal ein bisschen länger. Ausnahmsweise mal. Der ein oder andere wird sich sicherlich deswegen freuen, dass es länger wird. Für mich wird es wahrscheinlich wieder viel Arbeit, aber das ist mir egal. Jetzt habe ich mal etwas Spaß wieder mal an Sonic. Also, komm, das ist ausnahmsweise mal so. Würdest du mal richtig laufen, Sonic? So. Rein mit dir. Ein toller Schlüssel. Den würde ich mir auch an der Tür setzen. So, schauen wir uns doch mal hier genau um, was wir hier finden können. Du sollst nicht da an der Wand hergehen. Ach komm, ich wollte eigentlich den anderen Weg einsetzen. Weil ich meine, da oben wäre noch ein Crypt. Dazu muss alles passen, dass ich alle treffe. Ja, Secret. Die Blase, die man durch diesen Sprung bekommen kann. Schöne Geschichte. Und ein wirklich tolles Spiel, finde ich. Hier hatte ich mal einen kurzen Bug gehabt, in dem plötzlich Sonic im Windstoß den Wind nicht mal gefolgt ist. Aber ich weiß gar nicht, hatte ich das mal in einem Let's Play gehabt? Jawoll! So langsam komme ich mit Secrets aber ganz gut dran. Ich bin gerade am Überlegen, meinte Tails vielleicht diesen Tornado, den er erwähnt hatte? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und würdet es mal hochspringen. Also, geht doch.
Jump on panel number ja, das hatten wir schon mal. Warum erzählen sie das eigentlich zweimal, wenn man das eh vor kurzem hatte? Hier muss man auch immer genau achten, wo man steht. Ja, das ging aber flott. Kommt jetzt. Den Rest schaffen wir doch auch noch, oder? Na gut, jetzt ist es auch nicht gerade wenig, aber ihr fragt euch sicherlich, oder beziehungsweise, na, eigentlich nicht, oder? Fragt ihr euch, warum ich mir die ganzen Tiere hier schnappe und warum mir das so gerade wichtig ist? Ach. Komm, wir machen es anders. Da kommt man ganz einfach auch rüber, ohne irgendwas zu machen. Oh nein, jetzt muss ich nur an mein Fail von damals denken, als ich hier runtergefahren bin. Da sind so viele Fails dabei gekommen. Das war aber auch im Let's Play, ja, das weiß ich noch. Häng dich dran! Das ist, wenn man irgendwie falsch gelaufen ist oder zu langsam ist, muss ja schon eine Geschwindigkeit haben. Man muss aber auch in dieser Geschwindigkeit genau in der Mitte bleiben am besten. Weg hier. Ach komm. 20 Ringe, nicht schlecht. Wow, wow, wow. Stopp. Da oben war ein Secret, da komme ich irgendwie nicht hin, oder? Das ist gar kein Secret, das ist der der Weg zum Ziel, richtig. Zumindest fast zum Ziel. Wir sind ja schon ziemlich nah am Ziel. Ah ne, hier war das, als ich meinen Fail hatte. Ich hoffe, dass das die meisten Leute nicht gesehen haben. Nein, Spaß. Ist schon interessant gewesen, das Let's Play damals. Ich hatte es, wie gesagt, auf Dailymotion mal versucht gehabt zu Let's Playen. Hier auf YouTube soll es natürlich endlich mal zum vollständigen Projekt werden. Mhm. Denn ich hatte das nämlich gar nicht zum vollständigen Projekt gehabt. Schade eigentlich, denn das Spiel ist wirklich top. So, da hätten wir den Emerald. Und ja, passt doch. Not bad. Damit hätten wir auch den zweiten Punkt erreicht. Und auch das Ende zum Let's Play. Wenn euch das gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen. Wenn ihr unbedingt jetzt in den nächsten Tagen schon mehr Folgen von Sonic Adventures haben wollt, in die Kommentare posten, damit eventuell mit eurer Hilfe, also eure Wünsche quasi, durch Sonic-Spielen des 25. Jubiläums auch Sonic Adventures in ein Let's Play richtig durchgeht. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!